Hallo, das hat ja bis heute Abend endlich mal geschneit. 1 bis 5, rund um Leipzig sogar um die 10 Zentimeter. Und bis morgen Abend wird sich dieser Schnee noch ein bisschen nach Norden ausweiten. Hier im nördlichen Brandenburg oder auch in Mecklenburg-Vorpommern. Insgesamt lassen die Schneefälle aber nach und ziehen schon in der ersten Nachthälfte weiter nach Norden. Gefährlich glatt auf Straßen und Gehwegen kann es aber nicht nur dort sein, wo es heute Nacht noch schneit, sondern zum Beispiel auch in Bayern und eigentlich überall dort, wo etwas aus den Wolken herauskommt. Denn die Temperaturen sinken auf Werte zwischen +3 und -4 Grad. Und morgen bleibt es winterlich dauerfrostig. Jedenfalls dort, wo der Schnee liegt, hier im Nordosten, da steigen die Werte nicht über -3 bis 0 Grad hinaus. Etwas milder wird es in Nordfriesland und auch ganz im Süden. Da kann sich vielleicht ab und zu auch mal kurz die Sonne zeigen. Sonst wird das für die meisten von uns ein trüber Samstag. Und nördlich von Berlin kann es vor allen Dingen am Vormittag noch leicht flocken. Entlang der Küsten von Ost- und Nordsee gibt es einige Schneeregen. Schauer. Und der zweite Advent, der bringt dann hier und da ein paar sonnige Lücken. Die neue Woche bringt häufiger Regen oder Schneeregen. Guten Abend.